Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem zweiten Open Innovation. Open Innovation, was heißt es? Was machen wir da? Das ist ein ganz neues Format, was eigentlich erst 2 Jahre alt ist, dass wir nämlich vom ISB aus sagen, die neuen Themen, die auch für uns interessant sind, die wollen wir nicht im stillen Kämmerlein im ISB versteckt irgendwie entwickeln, sondern wir wollen sie eigentlich mit den Leuten entwickeln, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Und das sind einmal jetzt die Kollegen aus dem Vorbereitungsteam. Könnt ihr gerade mal kurz aufstehen, dann stelle ich euch ganz kurz namentlich vor. Das ist einmal die Nadine, der Kevin, der Amadeus, der Volker und der Carsten. Aber dann seid es natürlich auch ihr. Also Themen, die uns betreffen in der Weiterbildung, die euch betreffen in eurer Rolle als Berater, als Organisationsinterne, wollen wir partnerschaftlich auf Augenhöhe und im Dialog entwickeln. Wir haben ja eine ganz große Anzahl wirklich an hoch engagierten Menschen im Netzwerk. Und da ist für uns auch immer die Frage, wie können wir diese Alumni, die Teilnehmer, die bei uns waren, auch beteiligen an den Entwicklungsthemen des ISB. Und daraus ist eigentlich das Open Innovation Format entstanden. Also eine schöne Sache, heutzutage würde man sagen, ein Think Tank, also ein Entwicklungs- und Dialogformat, an modernen oder zeitgemäßen Themen zu arbeiten. Beim ersten Mal sind wir eingestiegen überhaupt so mit der Frage, was hat Digitalisierung und Digitalisierungsthemen in unserer Art zu arbeiten mit unserer Profession zu tun und sind eher, glaube ich, so von einer höheren Flughöhe gekommen. Und wir haben dann relativ schnell auch gemerkt, jetzt macht es eigentlich Sinn, nochmal einen zweiten Schritt hinten dran zu hängen und es zu konkretisieren. Das werden auch die Kollegen gleich nochmal ein bisschen genauer beschreiben, was das meint. Aber wir wollen jetzt in diesen 2 halben Tagen wirklich auch in die Konkretisierung einsteigen. Wir haben eine ganze Reihe von Projekten schon voreingesammelt für morgen. Also wollen es ein Stück mehr konkretisieren, als rein in der philosophischen Abhandlung zu bleiben. Gleichzeitig habe ich gedacht, es ist doch gut, wenn man nochmal so eine systemische Perspektive aufmacht auf das Thema Digitalisierung. Die, die in Wiesloch waren, kennen vielleicht noch in der Erinnerung so ganz tief gekramt unser Perspektiven-Ereignismodell. Also ganz kurz gesprochen, man kann einmal auf die Dinge gucken, die einfach in der Organisation passieren, also konkrete Maßnahmen, konkrete Inszenierungen in der Theatermetapher. Aber man kann auch gucken, mit welcher Blickrichtung, mit welcher Perspektive schauen wir überhaupt drauf. Was ist die übergeordnete, das übergeordnete Licht, würde man jetzt in der Metapher sagen, unter der wir Organisationen betrachten. Und wenn man das jetzt mal jetzt auf Digitalisierung in einem Scheinwerfer überträgt, dann sehen wir natürlich, dass Digitalisierung nur ein Scheinwerfer ist von ganz vielen. Und was uns, glaube ich, relativ schnell begegnet, auch wenn wir jetzt da noch ganz andere Begriffe hinschreiben können, ist ja immer wieder, dass es uns eigentlich darum geht, die Dinge integriert miteinander zu betrachten. Also es bringt nichts, jetzt alles nur unter der Wirtschaftlichkeitsperspektive zu betrachten. Man kann das natürlich machen, aber wir merken halt relativ schnell, dass das dann an die Grenze kommt dessen, was Organisationen ausmacht. Und so gibt es eine ganze Reihe von Scheinwerfern. Und wir haben auch beim letzten Mal schon besprochen, ist jetzt Digitalisierung ein Ereignis oder ist es eine Perspektive? Vielleicht kann uns das auch noch mal so ein bisschen durch die Tage begleiten. Und ich glaube, es ist beides. Aber es ist auf jeden Fall was, was uns sehr schnell zu der Frage bringt, wie können wir es integriert betrachten mit anderen wesentlichen Perspektiven wie Kultur, wie Lernen, wie Führung und was bringt es an Veränderung mit sich, wenn man davon ausgeht, die Dinge müssen integriert und nicht separiert nebeneinander stehen.